Hallo! Hallo! Was lange währt, wird endlich gut und solche Sachen. Ja, wir haben jetzt eine Weile gebraucht. Ja. Aber hier sind wir mit einem neuen Skizzenbuch von Henne. Ja, wir versuchen unser Bestes. Und so. Und da sind Katzenhaare. Ja, und meine Haare. Passend zur Katze. Alles ist Haare. Zuerst, das hier ist von Kunst und Papier. Das Gute von Kunst und Papier. Ja. Nicht zu verwechseln mit dem Doofen von Kunst und Papier. Mit Schwarzes. Also das ist ja nicht doof, aber ich fand es doof. Ja, also es gibt Leute, die finden das Schwarze total toll. Das soll für Aquarell sein. Wir haben festgestellt, das Graue, was nicht für Aquarell sein soll, funktioniert auch ganz gut mit Aquarell. Also. Ja, es ist und bleibt ein Rätsel. Wie dem auch sei, mögen wir dieses hier am liebsten mit dem grauen Karton. Mit dem Pappeimer. Das ist nicht auch noch ein Name. Das Projektskizzenbuch. Ich weiß nicht, ob das immer noch so heißt. Das ist ja ein neues. Ach, das ist ein neues, okay. Das ist ein neues. Hier steht der Preis nicht mehr drin. Das ist nicht aus dem Architekturbedarf. Sehr gut. Alles klar. Ja, dann. Auf geht's. Aufschlagen. Ab geht die wilde Fahrt. Oh. Also, es ist auch schon eine Weile fertig, aber wie wir ja schon mal in dem Video davor angedeutet hatten, hat ein bisschen gedauert, bis. Life got in the way. Ja, bis ich dachte, ich kann jetzt drüber reden, ohne gleich auf der Kamera wieder zu heulen. Ja. Ja. Achso, und warum ich so glücklich war, dieses Buch anzufangen, weil ich es nicht im Krankenhaus angefangen habe. Ja. Es wurde nicht besser. Dieses Jahr ist halt einfach doof. Aber ich mag, wie Buntstifte auch hier drin teilweise. Ich mag sehr gern, wie du dieses Highlight gemacht hast. Dankeschön, es ist rund. Es ist rund und highlightig. Oh. Glänzig. Highlightig. I like it a lot. Thank you. Das hier ist halt Aquarell und dafür, wie dünn dieses Pupspapier ist, funktioniert das halt echt gut hier drin. Und ich denke, ich habe alle Möppes abgeklebt. Es waren erstaunlich wenige. Naja, wie wir das aus dem letzten Mal noch hatten, ich kann ja sonst was drüberlegen. Ja. Es werden ja nicht ganz so viele sein. This is not the horny years anymore. Das war, nachdem sie mir ja die... Nachdem man mir die Hüfte, weil es eigentlich auch die Hüfte ist, aber das Becken wieder eingerenkt hatte. Darf ich kurz eine Sache sagen? Ich mag es, wie du die Füße zeichnest. Danke. It's beautiful. Thank you. I like it a lot. Ja. Und dann habe ich immer Stretchies machen sollen. Müsste ich eigentlich auch immer noch wieder machen. Wir haben es neulich auch versucht, wieder reinzuschieben. Ja. Ich werde alt. Ja. Ja. Get off my lawn! Get off! Geh woanders hin, ihr Hooligans, so diese jungen Leute, die gerade im Auto fahren dürfen. Das ist ja furchtbar, da haben die Spaß am Leben, das ist ja widerlich. Das ist ja ekelhaft. Widerlich und ekelhaft. Oh ja, Lille. Abgeklebt. Ich mag auch diesen Effekt hier mit dem weißen, nein, ich sehe ja nicht weiß, es ist ja so Eggshell, über dem Brushpen. Ja. Milchig, halb opak. Ja, quasi, wie so eine Ebene, die man auf halb transparent gestellt hat. Ja, danke, das war das Wort, was ich suchte. Halb opak ist falsch, glaube ich. Naja. Jenny ist auch sehr, sehr süß. Danke. Ich mag halt auch einige Sachen hier drin. Ich kenne, es kommt noch eine Menge Swatchen. So allein to keep my sanity. Oh ja, don't be a Karen. Wir haben auch gedacht, das könnte auch ein Kevin sein. Ja, Kevin, Karen, wir waren uns nicht ganz sicher, was davon es jetzt ist. Mhm. Die Person. Dennoch, es ist so schwierig, im Internet ein Künstler zu sein in der heutigen Zeit. Aber manchmal, es geht uns ja allen so, ne? Ja, aber wenn man dann ständig so die Leute hört mit, ich habe nur 50 Likes auf mein neuestes Bild bekommen, darum werde ich jetzt für immer das Internet verlassen. Und eine Woche später sind sie doch wieder da, weil meistens ist es 2 Tage später. Mein neuestes Bild. Ja, also ich finde halt, tut mir leid, wenn ihr euch angesprochen fühlt. Aber, das ist dann nicht unser Problem. Ja, genau. Aber ja, es ist halt so, wir sind alle frustriert mal ab und zu und aber es geht, falls es irgendwie um Hilfe ist, geht uns allen so. Ich habe das auch schon hinter mir. Ich habe dann aber auch Tatsache für mich die Reißleine gezogen und habe halt einfach fast ein Jahr lang auf Instagram und so nichts hochgeladen. Das tat ganz gut.
Nachdem dann das mit der Pandemie halt ein bisschen mehr wurde, habe ich angefangen, ab und zu wieder was hochzuladen, weil mir langweilig war. Ist ja auch was anderes dann. Aber wenn man halt merkt, das tut meiner Psyche überhaupt nicht gut, dann sollte man tatsächlich auch sich dran halten und vielleicht erstmal nur rumcreepen und lurken. Ja, und sich nett mit den Leuten unterhalten. Genau. So im Hintergrund, man kann ja trotzdem seinen Zeichnern weiter folgen, die man mag, und trotzdem mit seinen Freunden schreiben, aber vielleicht dann mal eine... Ich habe das auch schon mal ein paar Wochen gemacht, dass ich dann nichts hochgeladen habe. Ja. Aber, ja. Das ist der Creep, den du verpasst hattest, wo ich richtig. Magenschmerzen hatte. Wir hatten einen komischen, creepigen Handwerker im Haus, wo ich leider auf der Arbeit war und Händel mit dem alleine sein musste. Mehr sage ich dazu nicht. Es tut mir immer noch leid. Ach, du kannst ja auch nichts dafür. Weil die das Geld verdienen, das ist ja widerlich. Ja, ekelhaft, ne? Oh Gott, du versuchst Dreck wegzuwischen und du machst nur noch mehr Dreck. Und Mama geht das hübsch. Bis? Regenbogenminenstift? Ja, ich mag die halt immer noch so gerne. Sie sind halt in dem Buch ein bisschen schwächer als in Papier, das ein bisschen... Also das hier ist sehr weiches Papier. Und das Papier davor, das Fabriano, was ich hatte, das war ein bisschen härter. Darauf sind sie ein bisschen intensiver von der Farbe her. Falls man das jetzt verstanden hat. Also sie sind halt ein bisschen weicher. Ja. Sie sind nicht ganz so intensiv. Ja. Ja. Ja, ich denke, das kann man verstehen. Ja. Okay, gut. Das beruhigt mich. Weil sie sind halt nicht ganz so kräftig. Das war das Wort. Kräftig. Kräftig. Ja. Und wir haben auch momentan oft viel billiges Washi-Tape, was so auseinanderreißt. Und dann male ich da immer shiny mit Gold zwischen. Entschuldigung. Ja. Ich bin leicht abzunehmen. Du brauchst dich nicht und schon. Na gut. Alles ist gut. Very sleepy. Hat sich nicht viel dran geändert. Wird sich da jemals was dran ändern? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Das war der zweite Anfall, ne? Wo er dann wieder geschoren werden musste. Ja, wo die Tante ihm das... Hatten wir das? Ich glaube, wir hatten das erzählt. Ich glaube auch, wir hatten das erzählt, dass die eben... ihm das komplette Hinterbein geschoren hat, weil die sonst nur Pferde behandelt. Ja, das hatten wir erzählt. Ja, so eine Katze ist halt kleiner als ein Pferd, ne? Da muss man schon mal... Da ist die Vene anstatt so plötzlich nur so... Ja, die konnte auch nicht mehr so gut gucken irgendwie. Naja, aber unsere Tierärztin war dann später ja wieder da und hat dann... Ja, weil wir hatten dadurch dann solche Sachen. Ihm ist die Vene im Bein kollabiert und dann wollte er nicht aufhören zu lecken und alles. Und er hatte einen Bluterguss und das war... Das war nicht schön. Er tat uns ganz furchtbar leid. Ich musste ihn dann auch in Kragen der Schande für eine Nacht stecken und einen Tag, damit er aufhört dran zu lecken. Und er ist immer noch halbwegs nackig hinten am Bein. Es dauert so lange, bis es nachgeht, nachwächst. Ja. Das war halt auch, als sie sagt, es kann nichts anderes sein, als dass sein Hirn sich selbst zersetzt oder es ein Tumor ist, der da drin wächst. Ja. Aber er kommt jetzt mit der neuen Medikamentation ganz gut zurecht. Er hat relativ selten, dass er so Angstanfälle und Hallos hat. Er hatte keinen richtig schlimmen Anfall mehr, wo er platt wie eine Flunder geworden ist. Ja. Das ist schön. Genau, wir haben ja dann... Ja, wir haben ja auch das Ergebnis von dem Bluttest bekommen und so, ist alles okay bis jetzt erstmal. Ja, er war halt mit dem, er kriegt ja zwei Sachen. Ja. Und das Problem ist aber, das, was ihm mehr hilft, könnte ihm jetzt noch die Nieren oder die Leber schrotten. Also müssen wir versuchen, das runterzusetzen und das, was die Anfälle eindämmt, draufzusetzen, müssen wir noch am Umpopeln. Mal gucken, ob wir die Dosis rausfinden oder er vorher umfällt. Ach ja, Mensch. Ach, dieses Jahr kannst du echt abhaken. Also irgendwie, Ach, ich weiß auch nicht. Also manchmal hat man halt einfach so Jahre, die sind so. 2016 hatten wir das auch. Das war auch so ein Jahr, das konntest du einfach in die Tonne treten. Das war einfach blöd. Ja. Es sind immer die Jahre, in denen Leuten und Wesen sterben. Ja. Ja. Oh ja, um mal was Nettes zu machen, habe ich Morsus versucht zu redesignen. Hier sah er dann plötzlich aus wie Auris. Also ist er jetzt, a bit more fancy. A bit more... Er sieht aus wie so ein... er könnte auch vielleicht in so einer 50er-Jahre-Rock'n'Roll-Band sein. Finde ich. Wir haben halt auch gesagt, weil er gehört zu den Springern, wo wir ja auch mal drüber erzählt haben, was die sind. Er ist halt in der Welt so... Klar bringe ich dich von A nach B, aber das kostet was. Also er ist so eine kleine Arschkrampe. Und hat sich aber keiner der Fraktionen verschrieben, was ganz gut für die Alchemisten ist, sage ich. Ja. Also er ist aus Katos Welt, der Springer. Steht ja auch hier, falls wer vorgelesen hat. Oh. Und kann man das sehen? Can you see? A bit of shiny? Ich glaube, auf dem Rechner kannst du es besser sehen.
ich weiß, ja, so ein bisschen sieht man. Ja, man sieht es ein also bisschen, das sind, dass es shiny ist. Ja, so sieht man es ein bisschen. Das sind von Faber-Castell aus der Kinderabteilung auch Buntstifte. Ich mag die echt voll gerne. Die mit in dieser so roten Packung, ne? Genau, wo Metallic draufsteht. Ja. Wie war das? Rot war immer Schulbedarf. Kinder. So. Ja. Rot Kinder ist und Schulstifte. Rotes Kiddies, blaues Studenten, also... Also leicht fortgeschrittene, siebte Klasse so ungefähr. Ja, da gehören ja auch die Goldfarbe rein und sowas. Ja, also es gibt ja von Faber-Castell so viele Abstufungen. Genau, und grün ist die Künstlerqualität. Ich steige da schon gar nicht mehr durch. Das aber ich quatsch Gold, dafür gerne. Die Goldfarbe und die Black Edition können wir sehr empfehlen. Und dabei sind die Black Edition sogar aus der roten Abteilung. Ja, also die Black Edition finde ich persönlich noch fast besser als die Goldfarbe. Ich habe mir jetzt bei Teddy... das 36er-Set gekauft von den Black Edition. Wir speaking of Black Edition. Und die sind so geil. Da sind so coole Farben und da ist sogar eine Farbe drin, die ist so ein bisschen, Moment. Da hat sie sich drin verliebt, das ist so ein... Die ist fast so ein bisschen wie das hier von Caron d'Ache. Das Gris Violett. Violet Grey 093. Und da war ich so, Alter, was ist das denn für eine geile Farbe, ey? Ja. Ah, die ist echt Hammer. Also ich bin froh, dass ich doch mir erlaubt habe, sie jetzt mitzunehmen. Ja. Ich wollte sie erst stehen lassen und dann dachte ich, nein, du kaufst sie jetzt einfach. Und dann habe ich argumentiert, es ist ja vielleicht auch für schlechte Zeiten. Ja, weil es wieder... Ist der Lockdown. Ich will ja alles zumachen. Anyway, also, kann ich sehr empfehlen. Ja. Für 15,36 € Stifte ist schon super. Ja, kannst du nicht motzen drüber. Das hier, da hatte ich nur die 12 bislang davon. Das sind die Black Edition, die 12. Die 12 Metallic und... Das ist Rossmann Schreibwelt Pastell. Die sind auch voll gut. Die haben einen netten Abrieb. Du kannst. Oh, hier sieht man, dass die shiny sind. Mal richtig, die Metallic hier in der Mitte. Ja, die auf sind dem schwarzen. Richtig, richtig cool, wenn man auf schwarzem Papier vor allen Dingen oder auf getöntem Papier arbeitet. Ja. Wenn ihr so Karten macht oder so damit, ist bestimmt auch super cool. Bei denen hier ist nur, du kannst sie kaum layern. Also wenn die da sind, dann machen die wie so einen Wachsschutzfilm über sich drüber. Dann kriegst du kaum noch einen anderen Stift. Das stimmt, dafür sind die auch super billig. Also was war das? 2 Euro? 2 Euro oder Stifte? So. Also richtig, richtig gut. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn ihr auf schwarzem Papier arbeitet. Ja. Ich happy. Richtig cool. Ja. Für so wenig Asche. So wenig Geld. So, und für Skizzenbuch und so, man hat dann auch kein schlechtes Gewissen, wenn man die da verkratzt drin oder wenn mal was schief geht oder... Ja. Ich bin begeistert. Oh, hier ist noch mehr Stifte. Hier ist das, was ich meine mit den, du kannst nicht layern mit den Pastell. Ich wünschte, so coole, günstige Stifte hätte es schon gegeben, als ich noch jung war. Ja, ich auch. Als wir noch jung und knackig waren. Ja, vor 20 Jahren, ne? Jo, das ist ja schon lange her, ne? Ja. Ach, Erna. Oh, Berta. Jo. Aber, ne, die Rossmann, das sind die guten Polychromos. Da mag ich halt das, wie die layern halt an. Ja, Polychromos sind halt Polychromos, da kann man nicht viel sagen. Und ich mag auch die Luminance total gerne, aber ich mag jeden aus anderen Gründen halt gerne. Also ich muss auch sagen, ich glaube, ich wäre mit einem Set nur aus Luminance nicht glücklich. Nee, ich auch nicht. Weil ich die sind so, ach, ich kann es gar nicht beschreiben, die sind so soft. Die sind mir manchmal schon zu soft. Ja, deswegen bin ich ja damals mit dem einen Grün, was ich hatte, auch nicht klargekommen. Ja, ich habe auch noch ein Grün gefunden. Das könnte das sein, was ich meinte, aber du darfst es gerne aufbrauchen. Das habe ich nämlich, das hat nämlich sogar noch die silberne Schrift, die gibt es glaube ich schon gar nicht mehr. Jein, es gibt noch Reste davon. Weil alle meine anderen haben weiß. Ich habe weiß und die Schrift ist auch noch, die Font ist glaube ich auch noch anders. Ja, die ist auf, oh mein Gott, ja. Die ist ganz anders, die ist jetzt sehr viel besser lesbar. Ja. Vor allen Dingen für Leute, die nicht so gut gucken können. Ja. Ist Silber immer Scheibenkleister. Ja. Wo ist es hier? Hier, da ist es. Warte mal. Ach, guck mal, sie haben es umgedreht. Caron d'Ache. Swiss made by Caron d'Ache und Caron d'Ache. Ja, und Swiss hier, da war noch kein Barcode drauf. Jetzt haben sie ja die Barcodes aufgeklebt, um Plastik zu vermeiden. Das macht Polychromo im Übrigen auch. Hier oben hin, da kann auch keiner was sehen. Ja, genau. Also, und, so was ich noch sagen wollte? Buntstift. Da, Black Edition. Ja. Dazwischen. Also, ich bin... Ja, also die sind echt, also die sind natürlich auf gar keinen Fall nicht echt. Das wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Man müsste es testen, aber ich glaube nicht, dass vor allem das Pink und so. Ne? Alles, was wir sagen, geht immer davon aus, wir meinen es für Skizzenbuch. Genau. Also ich meine jetzt, ne, wenn ihr üben oder das jetzt nicht unbedingt für 300 € verkaufen wollt,
Ja. Ne? Also ich bin immer... Worüber sich halt bei denen ganz viele aufregen, ist, es gibt sie nicht open stock, genauso wie die Rossmann. Das regt mich auch auf. Weil du kannst keine einzelnen Stifte nachkaufen, du musst ein ganzes Set kaufen und sie haben keine Nummern und keinen Namen. Also du musst raten. Oder beziehungsweise, sagen wir mal ehrlich, Leute, die raten müssen, haben entweder zu viele Stifte oder nicht oft genug damit gezeichnet. Nach einer Weile kennst du deine Stifte einfach. Und dann kennst du auch deine Farben, das ist richtig. Und bei denen gibt es jetzt ja auch nicht so viele wie bei den Polychromos, dass du vielleicht mal durcheinander kommen könntest mit Smalte und war mit... Purpurrosa oder war das nur Krabbel? Genau, aber ich finde es auch schade, dass es die nicht open stock gibt, weil was ist, wenn ich mein Grey, Violet, Grey einzeln nachhaben möchte, kriege ich dann nicht. Nee. Das musst du höchstens bei Faber-Castell in die Firma einbrechen und mal leer räumen. Muss ich wieder ein 36er Set bei Teddy kaufen. Korrekt. Ja. Aber ich glaube, in dem 24er ist es auch nicht. Nee, ich glaube, es ist nur im 36er. Anyway, es sind trotzdem sehr, sehr gute Stifte. Kann ich selbst empfehlen, auch wenn ihr euch was zu Weihnachten wünschen wollt oder so. Achso, wenn ihr euch was zu Weihnachten wünschen wollt. Tut's nicht! Nehmt nicht die! Nein, nein, das meine ich. Da kommen wir gleich zu. Aber was ich nur sagen wollte ist, sagt es den Leuten jetzt, weil erstens gibt es riesige Lieferschwierigkeiten und zweitens guckt, ob ihr die nicht irgendwo anders kriegt als aus dem Internet, weil wenn Amazon verschickt, habt ihr wahrscheinlich ganz viele gebrochene Stiftminen. Ja, vor allen Dingen auch, weil die schmeißen das hin und her und die Sachen sind nicht genug gepolstert. Buntstifte über Amazon zu kaufen, ist wie russisch Roulette spielen. Nur, dass in fast jedem Fach eine Patrone drin ist. Genau. Und wir haben ja hier in Deutschland sehr viel Auswahl eigentlich. Wir können von Gerstica, von Bösner, wir haben Läden vor Ort. Ja, also wir haben die 12er kriegst du bei Rossmann von den Black Edition. Die 24, 36er haben wir bei Teddy gefunden. Wir haben andere auch schon bei anderen Läden gefunden. Also irgendwo findest du. Kauflokal, Kinder, Kauflokal. Ich kann es so immer wieder sagen. Vor allem nachher bei Amazon, Sendung gecancelt oder so. Ja. Da gibt es ja auch jetzt immer wieder mit diesen ganzen Lieferschwierigkeiten mit den Containern und so. Ja. Also bereitet euch rechtzeitig vor. Vor allen Dingen Art Supply-mäßig. Halt, ja, ne? Dass ihr auch eingedeckt seid über die Feiertage, wenn es langweilig wird. Genau. An sich. Echt cool, das war so 1,99 Aquarell von Action. Die sind halt schwach verhältnismäßig auf der Brust, aber es waren halt sehr viele Farben für 1,99. Wir haben gedacht, kannst nicht viel falsch machen und wenn wir es nur für die Dose haben wollen. Genau, wir haben uns das eigentlich auch der meiste Anreiz zum Kauf war halt diese Plastikdose mit den Dings, weil da können wir dann halt unsere eigenen Farben reinfüllen oder aus Tuben oder so. Korrekt. Ne? Genau, so für 2 Euro. Pro Dose. Vergratscht halt, macht nichts. Super Sache. So, dann haben wir gedacht, naja gut, dann kannst du die eigentlich auch aufbrauchen. Weil so scheiße sind sie ja nicht. Die sind halt so ein bisschen Jelly-mäßig gewesen. Wir haben uns gewundert, warum sind die so glibberig? So glibberig, warum sind die glibberig? Und nachdem wir nach 3 Wochen den Kasten dann aufmachten... Also erstmal war meine Frau, oh scheiße. Was ist denn hier los? Was ist denn das? Da ist was in meinem Kasten, da lebt was drin. Das ist flaumig. Da wohnen wir. Schimmel. Ja. Ganz übler Schimmel. So, aber so schwarzer. Und ich dann so, oh, ich habe meinen Kasten noch länger nicht aufgemacht als du. Ich mache immer auf. Schwarz. Die Schwärze des Universums. Ja. Lovecraft hätte sich gefreut. Widerlich. Fing an zu schimmeln. Mit anderen Worten, ich habe mich dann mit dem Werkzeug bewaffnet und die Dinger rausgepopelt und in den Müll geschmissen. Und dann haben wir sehr viel Reiniger da reingeschmiert und es einwirken lassen. Ich werde die Dinger dann halt einfach selber irgendwann befüllen. Ich denke... Das war ja sowieso unsere Idee, dass wir die als kleine Reisekästen nehmen und da selber Sachen reinmachen. Ich denke halt einfach, die sind wahrscheinlich Tatsache mit Gelatine gewesen. Deswegen sind die so schlabberig gewesen und ohne Konservierungsmittel und alles und nur mit Färbung drin. Genau. Und deswegen ist das passiert. Das war quasi Gelatine im Näpfchen mit ein bisschen Lebensmittelfarbe. Korrekt. So ungefähr. Ja. Aber die Sachen, die ich damit gemacht habe, sind nicht schlecht, weil es ist damit gemacht mit diesen Billigfarben. Ja. Hätten sie auch nicht angefangen zu schimmeln, hätten wir sie auch aufgebraucht. Korrekt. Aber das war natürlich, geht natürlich gesundheitlich sehr bedenklich. Geht das gar nicht. Nein. Das ist halt die 1,99 Billigfarben und die Black Edition Buntstifte. Ja, also ne, das soll ich mag dir keiner, das richtig gerne. Dankeschön. Soll euch halt keiner sagen, ihr könnt mit günstigen Sachen nicht vernünftig was machen. Genau, heutzutage gibt es so gute, günstige Art Supplies. Mhm. Perfekt. Ja. Und das war zur Erklärung auch noch, wem ich es nicht oft genug gesagt habe, wie man einen Pinsel, einen Brushpen oder einen Pinsel zum Outlines halten machen sollte, so von oben.
Damit ihr nicht fette Linien haben wollt. Genau, also nicht so von oben, sondern so. Wisst ihr? Vielleicht, also, nehmen wir mal an, das Papier wäre Papier, dass man den so über dem Papier hält, anstatt den so über dem Papier zu halten. Genau, weil so habt ihr die kleinen... so kann man dann bessere Linien ziehen und so fette Fläche. Ist ganz schön widerlich, dass die Leute alle mit Regenjacken rumlaufen müssen, ne? Oh, ist draußen echt ekelhaft heute. Das ist der perfekte Tag zum Filmen. Ja. Perfekt. Dann waren wir bei Bechna. Ja. Da sind wir ganz kurz hingefahren. Ja, war Bechna. Ja, hier habe ich gerade. Ja, da waren wir ganz, ganz kurz da. Ja. Und sind dann wieder nach Hause gefahren. Ja. Mein kleines My Little Pony. Ja, ja. Das ist auch hier wieder dieses. Dieses von Action. Von Action, das Aquarell im Hintergrund, ja. Es ist halt echt nett gewesen. Ich bin sehr schade darüber, dass die das nicht vernünftig angerührt haben. Ich bin sehr schade. Ich bin auch sehr schadhaft. Diese Farben waren sehr schadhaft. Korrekt. Auf jeden Fall. Meine Frau, das Sitzbuch ist halb voll, ich hab keinen Bock mehr. Ja, es war ja auch alles sehr anstrengend. Ja, das dachte ich richtig. Ach ja. Also man sieht halt, dass es billiges Aquarell war, weil es halt schlotzig, schlonkig. Ja. Aber das hätte funktioniert, also. Ja, das ist Polychrom. Ja. Wimper. Ist das dieses Gelb, was du mir auch... Ja, das ist Strohgelb. Ja. Oder Cream. Ja. Das ich dir angedreht habe. Oh ja, das war, wo uns Benji verlassen hat. Ach, ja, richtig. Aber er hat es wenigstens nicht. Und danach ging das mit dem Swatchen los, weil ich habe mich nicht so richtig nach Zeichnen gefühlt. Und das ist eine gute Ablenkung gewesen. Korrekt. 150 Stifte immer wieder Swatchen. Nein, warte, es sind ja die drei Silber Metallic habe ich nicht. Was ist 100? Nee, 120 minus 3 ist 127. 120 minus 3 ist 117. Ja. Ja. Vergiss, dass ich was anderes gesagt habe. Und ich bin Illusion. Die schlecht in Mathe ist. Just saying. Ich multipliziere das einfach. Nein. Addiere. Blätter um. Ja. Ist besser für uns alle. Ach ja, richtig. Ja. Weil wir haben dann gedacht, okay, ich kann nicht mehr zu Hause bleiben. Und dann sind wir nach Braunschweig. Wir sind nach Braunschweig gefahren. Ja, sind wir nach Braunschweig gefahren. Ist ja quasi hier um die Ecke. Genau. Und da habe ich einmal God of War gekauft. Da haben wir dann uns reinversenkt zum Spielen. Und wir waren auch beim Flying Tiger und da habe ich hier so... Ja, die habe ich auch. ...raubdrehbare Wachsmaler. Ich hatte früher die von Crayola und hatte dann so ein Nostalgie-Flash, dass ich die unbedingt kaufen musste. Ja. Und die machen auch richtig viel Spaß. Ja, es ist, man hat sie dann halt auch nicht so an den Händen und durch diese rausdrehbar sind sie halt auch sehr dünn. Das ist sehr nett. Also das ist einfach so ein Nostalgie-Feeling. Ja. Aber God of War war auch sehr, sehr gut. Ja. Das ist 2018er übrigens. Haben wir gespielt. Ja. Also das mit dem, mit Junge. Junge! Aber ich liebe Kratos so. Ja, ich freue mich auch so aufs nächste, auch wenn es eine Weile dauern wird, bis wir das spielen können. Weil es für die PS5 ist und wir keine haben. Es wird auch noch eine Weile dauern. Und wir dauern. Warten müssen, bis man sie sich auch leisten kann und sie nicht einen Kopf und einen Arm kostet. Und ein Bein. Und eine Niere. Und eine Niere und vielleicht noch eine Leber oben drauf. Ja, und das Erstgeborene, was es nie geben wird. Ja, ja, das könnte schwierig werden bei uns, das stimmt. Ja. Und hier ist noch mehr Swatchen, was, wenn ich Paletten machen würde, theoretisch. Das hier sind die, also im Hintergrund hier, das und in den Öhrchen, das sind die Wachsmaler wieder. Die Rausdrehbahn. Die Dreibahn. Die Dreibein. Dreibein. Die habe ich... Puh, my inner Graphic Designer. Deswegen heißt es doch Bad Spacing. Bad Spacing. Das ist so wie Power AD. Ja. Power Raid. Ja. Power AD. Das war halt der zweite Peaks. Mhm. Fürs Internet präsentiert man also, das war voll toll. Die Realität war, oh mein Gott, ich bin fertig. Aber das Gute war, es hat nicht lange gehalten. Es hat nicht lange angehalten und man hat dann immer eine Ausrede, sich einfach ins Bett zu legen. Ja. Weil ich habe es einfach ausgeschlafen, 2 Stunden und dann war es wieder gut. Ja. Das, bei der ersten ging es mir auch schlechter als bei der zweiten. Ja, mir ging es bei der zweiten richtig kacke. Aber nur 2-3 Stunden und dann war wieder gut. Ja, so unterschiedlich. Das machen die 5 Jahre Unterschied. Ja, siehst du, ich bin noch im vollen Saft. Dich haut erst die zweite um, mich hat die erste umgehauen. Gucken, die dritte kommt.
Jo, also ich denke, dann wird es am wenigsten schlimm sein. Das sind, ich liebe meine Frau sehr. Ich wusste nicht mehr, wie dein Grün aussieht, darum habe ich das mal kurz geswatcht. I love you so much. Wachsmaler. Ja. Pelikan, ja. Kinder. Ja. Ja. Also, ne, und so ging es dann einem eigentlich. Ja, der geht es aber immer schlecht bei sowas. Also, dem verträgt auch die Grippeimpfung nicht. Nee, wenn ich die Grippeimpfung habe, kriege ich auch 3 Tage den Arm nicht hoch. Ja. Der eine steckt besser weg, der andere nicht so. Ja. Wenn man eh nicht so standhaft ist bei sowas, dann... Ja. Mensch, ich habe mir nach meinem Geburtstag ganz schön noch Luminanz gekauft. Nie genug Stifte. Nie genug Stifte. Und Lyra kann ich im Übrigen auch sehr empfehlen. Das sind nette Stifte für Kinder. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ist wieder weg aus meinem Kopf. Keine Ahnung. Stifte. Ah ja, und ich bin 35 geworden, aber wir haben halt nicht gefeiert. Und es war halt... Ja, wir haben es uns nett gemacht. Vier Tage, fünf Tage. Wir haben uns einen netten Tag gemacht. Ja. Schön ruhig und entspannt, aber es war halt blöd. Also uns ging es halt beiden so richtig kacke, weil... Mhm. Ist halt immer schwer, ne? Ja. Wenn man ein Familienmitglied gehen lassen muss. Ja. Und auch noch die Entscheidung dahin treffen muss. Ja. Aber immerhin war es die richtige. Hat er sich nicht mehr quälen müssen. Das ist richtig. Anyway. Hello, beautiful. Weiß. Weil irgendwer im Discord fragte nach weiße Stifte für irgendwas. Und ich dann war so von wegen... gibt so viele weiße Möglichkeiten, die du machen kannst. Weiß ist nicht gleich weiß. Nein, weiß ist weiß. Man kann ja auch Elfenbeinweiß nehmen. Wer weiß? Wer weiß, das weiß. Ah, das sind wieder die Twistable Crayons. Ja, hier sind die... Auf diesem schwarzen Papier, was nicht schwarz ist. Nee, das ist so braun. Braun-lila irgendwie so, ne? Ja, das ist so ganz, ganz billiges Papier. Aber Wachsmaler konnte man drauf machen. Das habe ich immer vom Teddy gekauft. Ja, ich glaube. Weil das hier ist Paint-On. Ja. Das hier, das ist schwarz. This is not. Ja. Und das hier ist von, ganz dünn, aber das ist von Action. Ja. Das ist besser als das andere auf jeden Fall. Ja. Und hier sagten wir wollen was mit Superhelden haben. Ja, wir wollten eine Superheldengeschichte machen und das ist der Thunder Defender. Er hat sich den Namen nicht selber ausgesucht, er hasst ihn. Der Name kommt von der Presse, die ihn betitelt hat und er findet den Namen ganz furchtbar. Aber er hat auch keine Ahnung, wer dagegen vorgehen sollte. Aber er ist halt einfach so geil auf der Titelseite, der Thunder Defender mal wieder da. Ja. Ja, meine kleine Swatchen, sag ich ja. Jede Menge Swatchen. Ich habe es auch drunter geschrieben. Swatchen hindert daran, dass ich bescheuert werde. Und hier war ich so, ey, wie geil, was hast du hier für ein geiles Washi-Tape? Das hat ja voll das geile Muster. Und weißt du, was ich gemacht habe? Da habe ich einen Goldstift genommen und aufs Gold gemalt. Und ich war so, das ist ja so, das sieht aus wie Holz. Das ist ja voll cool. Ach ja. Herrlich. Und diesen Stift von Illuminance Magic habe ich jetzt 3-mal. Ich habe ihn in dem Metallkörper, in, ich glaube, das hier ist der dünn und das hier ist die dicke Variante. Weil es ist ein und dieselbe Mine, aber in verschiedenen Ausführungen. Ja. Ja. Wollte ich nur sagen, also daran merkt man, wie gerne ich den habe. Aha. Das war mein ganz furchtbarer Albtraum, den ich hatte. Oh, Peps. Gibt's heute umsonst. Ja. Bei dem Papier dachte ich, es wäre eine gute Idee. Es ist, glaube ich, auch von Paint On. Glaube. Warte mal. Spiel mal Tetris-Musik. Das Copyright kann ich nicht. Dann. La la la. La 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 la. Sie kommt schon wieder. Ich bin schon wieder da. Das hier ist das. Kraft. Clairefontaine. Also es ist kein Paint-On, aber es ist auch von Clairefontaine. Ja, aber es ist scheiße. Es ist Kraft. Weil das hat so eine abstoßende. Geriffelte Oberfläche. Das sieht aus wie komischer Zeichenkarton. Und von den Planeten ist es nicht besser. Ja, ja. Das, weil ich finde, das sieht aus, als hätten die eine Rolle Packpapier gefunden. Ja, aber die geht nochmal wieder hin. Wie denn das glitten? Das ist von der Ich finde, du siehst.
Die haben in der Ecke eine Rolle, eine richtig große Rolle Packpapier gefunden. Und haben so, das selbst Blöcke zurechtgeschnitten. Was machen wir denn jetzt damit? Wir machen daraus Blöcke, ist alles egal. Ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll, weil wie man sieht, man kann nichts drauf machen. Du kannst ja auch nicht drauf zeichnen wegen dieser Riffelung. Also vielleicht mit Kohle. Also es hat halt, diese Riffelung ist ja auch haptisch. Es fühlt sich... Die ist ja nicht glatt. Das ist nee, das sieht man alleine hier an dem Waschi. Warte mal. Hier. Seht ihr die Linien in dem Waschi? Can you see ja, it? Das ist das Papier. Das ist halt Papier. Das ist das Papier. Entschuldigung, dass ich ein bisschen hysterisch bin. So, das ist doch blöd. Aber es gibt bestimmt Leute, die finden das cool. Ja, also ich habe überlegt, vielleicht zum Basteln oder so, aber vielleicht stelle ich es auch an die Straße. Dass ich das irgendwer mitnehmen kann zum Basteln. Das wird sich mit Sicherheit jemand mitnehmen irgendwann. Ja, denke ich halt auch. 90 Gramm vor allen Dingen. Ja, es ist... Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Kraftpapier hat dich geritten. Wie bei Red Dead Redemption. Oh nein. Und Bunny. Sie hat Red Dead Redemption angefangen und hat sich ein aus Versehen verbuggtes Pferd gekauft. Nein, ich glaube, das Pferd war anfangs nicht verbuggt, aber dann... Anfangs, ja. Und dann muss ich irgendwas falsch gemacht haben, weil es ist nicht mehr mein Main-Pferd, aber es taucht immer plötzlich auf. Ich bin dann irgendwo, ich lasse mein eigenes, was ich jetzt benutze. Das war ja nicht Red Dead Redemption, glaube ich. Das ist nur Red Dead. Doch, es ist Red Dead Redemption 2. Ach so, ja. Also dann, das ist das erste. Dann lasse ich sie stehen, was eine Stute. Ich habe sie Buddy genannt. Weil Buddy ist... ist also sehr tiny. Ist klein. Es sieht aus, als ob der Dude da drauf sitzt und eigentlich selber laufen könnte, während er drauf sitzt. Ja. Und ja, also ich habe sie halt... Irgendwas habe ich falsch gemacht. Sie ist halt... Ich lasse sie im Lager angeflockt, dass ich sie festgebunden habe, nehme mein Main-Pferd mit, was auch als Main-Pferd deklariert ist, lasse das stehen und versuche mich an so ein blödes Reh anzuschleichen. Und dann springt das Reh auf und rennt weg und solche Sachen, weil plötzlich Buddy von hinten kommt. Hallo, ich bin Buddy. Doch, das ist unser Running Gag mit und Buddy. Sie hat jetzt immer Angst, dass wenn sie ihr Pferd ruft, dass anstatt ihrem Pferd einfach Buddy kommt. Ja. Hallo, ich bin Buddy. Ich liebe Buddy. Buddy ist mein Spirit Animal. Es ist so klein und süß und hässlich. Sie ist so. Aber sie meint es gut, denke ich. Ach ja. Ja, wir haben auch im Internet geguckt, so was kann man machen, wenn man ein Pferd loswerden, wenn was verbuggt ist oder so. Und dann steht da erschießen. Und wir waren dann so, oh mein Gott, stell dir mal vor, du setzt da Buddy so das Gewehr an den Kopf. Ich bin Buddy. Kann das nicht. Nein, Buddy bleibt einfach für immer bei uns. Ja, und wenn Buddy halt das komplette Spiel versaut, dann muss ich nochmal neu anfangen. Aber ich kann Buddy nicht erschießen. Nein, Buddy ist unser Freund und sie bleibt bei uns. Ja. Das war unsere kurze Story zu Redemption. Redemption. Thank you. Wir außen nochmal den Nika-Tun. Oh, ich mag den. Danke. He's a good friend. Ja. Und Wachsmaler. Oh, ich auch niedlich. Ich mag das kleine Herzchen auf dem Flatter. Ich mag die Bleistifte im Hintergrund im Aquarell drin. Ja. Dieses Papier sieht zwar okay aus mit Buntstiften, aber es ist, wie man sieht, nicht das Beste. Also wenn ihr jemand seid, der layern will... Wollen tun machen sollen? Nein. Nein. Layern ist nicht so gut mit Buntstiften auf dem Papier. Nein. Also wenn ihr hyperrealistische Augen malen wollt oder so, das ist ja das falsche Papier. Ja. Aber für einfache Skizzen... Anmalen. Das ist nur ein Traum, das ist alles okay. Da kann ruhig... Public. Oh, ich habe sie geflasht. Traumflash. Oh mein Gott. Ach ja. Okay. Entschuldigung. Ach, mit mir kann man nirgendwo hingehen. Auch mit mir doch auch nicht. Ich bin neulich mit meiner Mutter spazieren gegangen. Oh mein Gott, ich habe sie versaut fürs Leben. Ja, und dann habe ich ein Pferdchen gesehen und war ich so, Pferdchen! Weil wir sind halt so, wir gehen irgendwo lang und dann ist da irgendwie, wow, wow! Oder... Mhm. Bettchen, halt Schnucker! Und hier war halt, habe ich noch Buntstifte und Glitzer und so. Das Washi-Tape passt erstaunlich gut dazu, nicht wahr? Weiß gar nicht, welches ist. Oder ob es schon alle ist. Vielleicht, ich habe es lange nicht gesehen. Ich auch nicht. Den. Ich mag halt auch von den. Wo? Du
Da war wohl ein bisschen körnig drauf. Also von den Luminanz, das Castle Earth halt echt gern. Es ist sehr, sehr gritty, aber ich kenne ja das Originalpigment. Das ist auch sehr, sehr gritty. Die gute Kasseler Erde. Mhm. Auch Van Dyck Braun genannt. Richtig. Und Neo Color hatte ich. Sind das die Crayons? Das sind die Wachsmaler, die mit man Wasser vermalen. Oh, mir ist das Wort kann. Wachsmaler gerade nicht eingefallen, hast du gemerkt? Ich habe Crayons gesagt. Mit, auf Deutsch mit Ey. Crayons. Ui, ui. Die sind halt auch sehr nett. Ja. Gefallen mir gut. Nice and buttery. Yes, it's soft. Ich mag ihn hier unten. Je öfter man hinguckt, umso mehr Augen entdeckt man. Na ja, komm, er hat nur 4. Ja, ich war gerade so. Oh, Krokodil. Oh. Ja, ja. Ist vorbei. Bei Unimo. Genauso wie das Skizzenbuch. Ui, also was nicht hier drin verwendet, am besten zu empfehlen von meiner Seite aus ist Marker. Also wenn ihr seht, das hier sollen Zahlen sein. Korrekt. Die sind einfach, ineinander gelaufen und waren dann Splotches. Ja. An sich, das nächste ist schon fertig, aber das filmen wir vielleicht nächstes Wochenende erst oder so, weil das ist so ein... Das ist das Talents Art Creation in A4. It's a chunky unit again. It's an absolute unit. A massive one. A chunky boy. Yes. Ja. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ja. Ja. Dementsprechend, wir sind durch. Wir Vielen danken Dank. Sehr fürs Zugucken und Zuhören, für alle, die es bis ans Ende geschafft haben. Das Zauberwort ist Dinkel. Bye. Dinkel. Soll ich ausmachen?